Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, willkommen hier in der verregneten Mercedes-Benz-Arena, die der Austragungsort unserer heutigen Partie sein wird. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten sich am Mikrofon durch dieses Spiel. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Könnte ein Riesenspiel werden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Die Nummer 16. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind Sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Startaufstellung der Gäste. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Und jetzt geht's los. Aurel Mangala. Tommy. Sie bieten sich an. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Iago Falke. Gute Chance. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie erhalten den Einwurf. Jetzt ist die Kugel weg. Das könnte vielleicht was werden. Da ist die Hereingabe. Erstmal geklärt. Könnte der Ausgleich werden. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke in die Mitte. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans vom offensiven Fußball. Sieht nach vielen Treffern aus. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht.
Hier nochmal dieser Treffer. So will er das natürlich sehen. Mit viel Kampfgeist sind sie zurückgekommen in dieses Spiel. Und das gefällt ihm natürlich. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da stand der Assistent gut. Abseits. Sie verlieren den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Gut verteidigt. Sie kommen über den Flügel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gefährliche Szene. Gehalten, ganz stark. Eck in den Strafraum. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da gibt er zu Recht Freistoß. Vorne der Ballgewinn. Super Zweikampf, den Ball hat er. Jetzt ist es gefährlich. Chance zur Führung. Da wehrt er ab. Ball ist jetzt wieder weg. Pizzini! Tor Stuttgart! So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und damit sind sie am Ball. Ah, Tick zu weit. Und den Ball hält er problemlos. Klasse Pass jetzt. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Und jetzt bekommen sie die Chance. Da ist die Chance. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle.
Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Gute Chance für eine Flanke. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den VfB Stuttgart. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Und da dürfte uns noch einiges geboten werden. Schöner Pass. Da ist Platz auf dem Flügel. Fängt diesen Ball ab. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Das war ganz klar abseits. Pizzini. Unaufhaltsam. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Pizzini. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Hier. Stark gemacht, das könnte was werden. Noch ist die Chance da. Ganz energisch. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Weiter geht es mit einem Einwurf. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und die Chancen haben sie auch. Wenn sie jetzt noch das Tor machen, dann gehen sie hier wohl einem sicheren Sieg entgegen. Einwurf geht direkt zum Gegner, müssen sie besser machen. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Nach wie vor steht sie unentschieden. Und das, obwohl sie schon 2 Tore machen konnten. Sie sind ja eigentlich gut in Form, aber sie zeigen eben einige Schwächen. Und jetzt geht's los. Iago Faque. Gute Chance. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Könnte der Ausgleich werden. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke in die Mitte. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans von offensivem Fußball sieht nach vielen Treffern aus.
Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Neu dabei die Nummer 20, Philipp Förster. Ist hier immer noch am Ball. Da ist der Ball weg. Tommy. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Macht er gut. Möglichkeit zur Flanke. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Der hätte sitzen können. Die Flanke kam passgenau für einen erfolgreichen Abschluss. Da hat er wohl zu genau gezielt. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Pizzini. In der Bundesliga geht es für die Gäste mit diesem Spiel weiter. Schöner Pass jetzt. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Jetzt können sie vielleicht kontern. Können sie was draus machen aus dieser Szene? Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und jetzt werden sie wechseln. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Klasse Pass jetzt. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Iago Falke. Falke! Keine Gefahr bei dieser Aktion. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Ja, sie können erstmal klären. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Ecke kommt ins Zentrum. Das war wichtig, schön geklärt. Gibt Einwurf, der Kopfball geht ins Seitenhaus. Arnold. Die Chance jetzt. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Und mit diesem Treffer sind sie vorne. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Du? Nein, ich glaube keiner. Wahrscheinlich sie selbst noch nicht mal. Jetzt heißt es aber vor allem eins. Ruhe bewahren. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel.
Pizzini. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Kommt jetzt die Flanke rein? Iago Falque. Er passt auf. Das könnte vielleicht was werden. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Chance zum Konter jetzt. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Ja, könnte was werden. Das muss der Ausgleich sein. Lange Flanke jetzt. Der muss doch drin sein. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Da kann er ihn stoppen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Tommy. Super Einsatz. Er holt den Ball. Jetzt zieht er in die Mitte. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Macht er gut. Super Tackling. Hier regnet es mittlerweile richtig ordentlich, Buschi. Ja, und da können wir wirklich froh sein, dass die Rasenanlagen heutzutage so modern sind. Sonst wäre hier an Spielen überhaupt nicht mehr zu denken. Das Ding hier und es kann auch so viel passieren. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Jetzt wird's gefährlich. Den Zweikampf führt er sehr gut. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ein fantastisches Tor. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Kevin Behrens. Anton Miranchuk. Pizzini.
Ja, schwacher Ball hier. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Ah, da wäre jetzt Platz. Und da ist das Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Das war eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Das war's auch schon. Vielen Dank.